den ganzen Saft. Alexander Sten Olsen. Ja, der junge Bursche. Der kann schnell schiefern. Der kann sehr schnell schiefern. Leider sieht man da halt also wirklich überhaupt nichts, warum der jetzt auf einmal der 19. hinten ist, was man da gesehen hat. Und der jetzt 1,2 Sekunden. Schade. Das ist doch okay. Immer wieder so zwei, drei sehr starke Tore dabei. Sten Olsen. Vom Gefühl her mir zu aggressiv abgestimmt in dem Zielhang da unten. Hat man es oft mal gesehen, wie sehr der Ski dann anpackt. Zielhang war super bei ihm. Ja? Aber wenn du in der Fläche zu aggressiv abgestimmt bist, dann kann der Ski nicht diese Geschwindigkeit aufbauen. Vielleicht war das so das Problem. Aber insgesamt zu Verhältnissen, Felix, wenn wir jetzt mal aufs Zwischenklassement schauen, die ersten 10, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Norweger dabei. Das ist so, wo auch das, der Instinkt gefragt ist, so ein bisschen das Gefühl Skifahren. Genau. So werden die groß. So ist ein Schuh. Das Plastik nur ein kleines bisschen veränderst, das hat so unglaubliche Auswirkungen auf dein komplettes System. Also die Athleten sind da extrem feinfühlig. Und dann mit einem komplett neuen Material antreten zu müssen, ist natürlich ja, also der Himmelfahrtskommando fast schon. Sten Olsen. Janka Wirzer. Boah. Frech reingefahren. Also der Zielhang heute aufgrund des verkürzten Startes Schlüsselstelle, ganz klar. Diese Tore da, wenn du die richtig triffst, da ist noch so viel Zeit drin. Optisch super ausgesehen von dir. Ja. Subcic, Reidemus, Christoffersen, Sten Olsen, Schmid auf 5. Ja, wie du gesagt hast, wenn Subcic, das kann schon noch ein bisschen dauern, da unten, dass er so lange sitzen bleibt.